Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir Terra's Story endlich abgeschlossen. Da ist ja endlich 10, 12 Parts, ne? Und jetzt haben wir nur noch zwei Sachen, die wir machen können. Und zwar einmal die finale Episode, die letzte Episode und was danach noch kommt. Aber das möchte ich noch nicht verraten, das ist geheim. If you know what I mean. So, um in die letzte Episode reinzukommen, müssen wir mit Aqua einmal durchspielen. So, eine Sekunde. Das sind jetzt hier, das sind alles die Spielstände aus dem Let's Play. Und ja, das hier war noch der Spielstand. Das hier war der Spielstand vor dem letzten Kampf mit Aqua. Und danach hätten wir eigentlich eine letzte Episode anlegen können. Und von da aus hätten wir dann die Werte, die sie da gehabt hätte, also Gegenstände, Fähigkeiten, Schlüsselschwerter und was auch immer, hätten wir dann in der letzten Episode mitnehmen können. Was ich aber gemacht habe, ist, sie 5 Level höher zu leveln und fast alle Kommandos zu sammeln. Schon mal, die mir ohne Mirage Arena zu sammeln möglich sind. Und ja, nachdem ich das alles gemacht habe, habe ich den finalen Boss nochmal geplättet und habe dieses Ding hier angelegt. Und das ist sozusagen jetzt auf dem Stand von dem Spielstand. Und ja, sobald wir laden, fängt es auch dann direkt an. Wird eine kurze Geschichte, aber lang genug für einen Part. Ich rechne bestimmt so mit so 40, 50 Minuten. Aber was soll's? Ist eben die letzte Episode, ne? Kann man nichts machen. Es knüpft natürlich direkt danach an, was mit den dreien passiert ist, nach dem Schlüsselschwertfriedhof. Aber wo will er hin? Übrigens, falls euch der Bad gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Das würde mich allerherzlich freuen. Vielen Dank im Voraus. Ja, wir sind im Land des Aufbruchs. Oder was da noch übrig geblieben ist. Und wer sie jetzt noch nicht in dem Zustand gesehen. Da ist das Schlüsselschwert von Meister Erekus. Was ich auch erst kurz herausgefunden habe, vor kurzem, der Name Erekus besteht aus den drei Namen von Terra, Aqua und Ventus. ER von Terra, Aqua und US von Ventus. Das hat mein Mind geblowt, als ich das herausgefunden habe, heute. What?
Generations of Keyblade Masters have been charged with keeping this land safe. Light and darkness exist in balance here. There are those who would abuse such neutral ground. This is why our predecessors devised a certain trick. Alles klar. Ein Schlüsselloch. Just use the key and this land will be transformed. From that day forward, all who visit this land will be lost to oblivion. None ever able to solve the mystery. None are lost, except you. Da sind die Zeichen, die drei am Körper haben. Ein sehr weißer Raum. Wo erkennen wir das nochmal? I know it's a lonely place, but you'll be safe. Tara and I will be back to wake you up before you know it. So, damit haben wir uns um Ventus gekümmert. Mein Freund bleibt noch zu retten. Ja. Das sieht bekannt aus. Das Schloss des Entfallens. Das Kingdom Hearts Chain of Memories. Schon wieder. Tara, tell me where to find you. Schon wieder sollen wir einen Freund ein Ende bereiten. Oh Mann. Lichtwappen. Das werden wir wahrscheinlich ausrüsten. Ich glaube, es ist stärker als alles, was wir jetzt haben. So, wir haben eigentlich jetzt nur noch einen Ort, wo wir hingehen können. Ich werde mal gucken, ob wir an irgendeinen anderen Ort hingehen können, so zur Not. So, Radiant Garden. Könnten wir auch irgendwo anders hin? Anscheinend ja. So. Dings ist jetzt weg. Schlüsselschwertfriedhof. Kann man nicht betreten. Ist die Marriage Arena. Hier wäre das Land des Aufbruchs irgendwo. Weg. Mystischer Turm, Kampfstufe 8. Ist alles Kampfstufe 8, was? Die Gegner ja alle ersetzt worden, oder was? War nur Radiant Garden ist noch übrig. So, wir nehmen uns natürlich das neue Schlüsselschwert. Wahrscheinlich, ja, 31 Magie. Wo ich das Schlüsselschwert ein bisschen epischer finde. Ja, komm, tu mal das hier ausrüsten. Sieht auch fast so aus wie ein Anfangsschlüsselschwert von ihr. Ja, komm, lass mal das. Paar Werte. Na, ja, zeige ich euch mal, was sie für Angefahrt, Wunschklinge, Schwertwurf, Barrierensturz, Triple Eisgab, Blitzgerschutz, Feuerexplosion, Zielsuchmine und Vigra. Und ja, was doch ihre Werte. Sehen so aus. Alle Fertigkeiten immer noch. Alle Abschlusskommandos. Der letzte Abschlusskommando ist ein absoluter Killer-Kommando. So, das hier habe ich bekommen, nachdem ich hier dieses Eismach-Minispiel von Tick, Trick und Track gemacht habe. Da muss ich auch, glaube ich, irgendeinen bestimmten Song auf Meister mit einer Wertung von Fantastisch beenden.
ich glaube, voller Schub voraus oder so, oder Schlafenland, irgendwie so was hieß das Lied. Der Rhythmenmeister habe ich bekommen, nachdem ich alle Sticker eingesetzt habe im Sticker-Album. Das würde dann so aussehen. Wupp. Muss man einfach hier irgendwo hinpacken. Muss man immer gucken, dass man 7 Punkte bekommt. Wenn man das alles hat, bekommt man 140 Punkte insgesamt. Und die kann man dann, wenn man die alle hat, dann bekommt man Belohnungen. So. Dann fehlen ja noch ein paar Sachen. Charaktere fehlen, glaube ich, nicht mehr viele. Müssen wir, glaube ich, optional Boss und so was alles machen. Genau wie bei Unvisierten. Da müssen wir die Merge Arena noch machen. Dann kriegen wir das alles voll. Und ja. So, genug geredet. Gehen wir mal nach Radiant Garden. Warum ist denn da schon wieder Dunkelheit? Was ist denn da schon wieder los? Warte mal, habe ich halt alles gedacht. So, ich hätte irgendwas vergessen. Kombo Plus und also was brauchen wir nicht? Gehen wir da rein. Radiant Garden, warum ist da überall Dunkelheit? Was ist da los? Jetzt mal ehrlich, warum ist da Dunkelheit? Ich weiß das gar nicht. Aber ja. Da ist Terra. Leicht verändert. Terra. Ja, etwas neben sich zu stehen scheint. Nach Aquapakt. Und ja, ich glaube, das ist nicht Terra. Im Hintergrund läuft mein absolutes Lieblingslied in diesem Spiel. Das ist eine Anspielung sogar an das finale Bosskampfthema von Anthem ist aus Kingdom Hearts 1. Terra's heart has been extinguished, smothered by the darkness within him. Oh, ich krieg so eine Gänsehaut, ne? Was ist das denn für eine Übersetzung gewesen? Mein Name ist Aqua und ich bin eine Meisterin. Warum nicht? Mein Name ist Meister Aqua. Boah, ich krieg so eine Gänsehaut von dem Musikstück. Allgemein die Szene. So, und wir kämpfen gegen Xehanort, der Körper, den Terras Körper übernommen hat. Oder wie der von der Ferngemeinde auch genannt wird, Terranort. Oder Terra Xehanort. Unser offizieller letzter Boss. Boah, ich liebe dieses Musikstück, ey. Jetzt muss ich mal dieses Abschlusskommando an. Blöde ist der Typ. Jetzt die ganze Zeit den Schallgrätsche ein. Der fast jeden Angriff ausweicht. Aua, aua. Ja, den zu treffen ist ein bisschen schwierig. Ja. Oh, der hat mich ausgetrickst. Ja, blöd, jetzt, wenn man einmal in den Angriff drin ist, dann ist man... Da kann man da nicht raus. Na gut, jetzt heile mich immer, wenn ich abwehr. Ja, frisst. Ich dachte, ich würde ein bisschen besser abschneiden in dem Kampf, aber anscheinend nicht. Was haben wir?
Was ist das? Ich werde sogar hochgeheilt. Boah. Das ist aber ein epischer Kampf. Boah. Damit kann ich mich nicht abwehren. Der hat sich auch geheilt. Wie kannst du es wagen? Ist schon wieder geheilt. Au. Ich habe so einen Nostalgie-Schock bekommen, als ich zum ersten Mal das Lied gehört habe. Für die, die es nicht bemerkt haben, aber wir kämpfen jetzt mehr oder weniger gegen die Person, die für alles zukünftige in den Kingdom Hearts Spielen hier verantwortlich ist. Also die exakte Person, auf die Anthem und Xehanort basieren. Also ähnlich so wie Break und Sigmar. Also Sigmar basiert ja auf Break. Und Anthem und Xemnas basieren halt auf die Typen, ja. Und ich krieg da so einen riesigen Nostalgie-Schock, wenn ich das irgendwie so darüber nachdenke. Oh Gott. Aua. Den Angriff kennen wir doch. Mit dem verweilenden Willen. Der war verdammt knapp. Aber wir gewinnen. Ja, langsam macht er ernst, habe ich so das Gefühl. Und schon wurde ich von keiner einzigen getroffen. Bis das. So, sehr gut. Den haben wir. Das war's noch nicht. Ja, natürlich kennen wir da auch. Gekreuzte Arme. Einen herzlosen Bodyguard. Das sieht sehr stark nach Anthem aus, aus Kingdom Hearts 1. Au, oh Gott. Au. Der Blöde ist, der kann auch alles ausweichen. Und ich bin bis heute, ich frage mich bis heute, was diese Bodyguard ist. Das ist bis heute noch immer nicht geklärt. Es gibt Dutzende Theorien, wer oder was das ist. Was er zu bedeuten hat. Viele glauben ja, dass das Viech irgendwie die Überreste von Terra sind. Richtig interessant. Ja, kannst mich mal, ich bin unbesiegbar. Boah, und ich mache dir jetzt eine Menge Schaden. Weil du nicht ausweichen kannst. Ich kann sogar noch ausweichen. Aber ich habe so das Gefühl, die diese Version von dem Boss ist ein bisschen einfacher. Ja. Donnerschlag. Okay, weg damit. Ich bin da hinten noch gegangen. Danke von dem Viech. Oh Gott. Was machst du da? Terra, wach auf. Was? Ich werde halt irgendwie noch mal machen. Komm mal her. Ja, lauft durch meine Minen.
Was? Was genau muss ich überhaupt machen? Oh, ich habe den Schaden dadurch gemacht. Nein, nicht schon wieder. Komm zu dir, Terra. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Boah, jetzt weicht er die ganze Zeit aus, ne? Das war geil. Guck ich mal diesen letzten Schnappschuss an. Ist das nicht geil? Sehr gut. Jetzt echt nicht genau, wer das mit dem Schlüsselschwert war. War das Xehanort oder Terra, der es auf sich gerichtet hat? Something, or we'll both be lost. I'm with you. I'll make it back as soon as I thought. But I promise I'll be there one day to wake you up. Da haben wir unsere zukünftigen Helden. Hey, I'm gonna head back. Yeah, me too. Huh? Sora, what's wrong? Huh? You're... That's weird. It's like something squeezing me inside. Somebody up there must be sad. Up where? They say every world is connected by one great big sky. So maybe there's somebody up there in all those worlds who's really hurting. And they're waiting for you to help them. Well, gee, do you think there's something I could do? Maybe they just need you to open your heart and listen. I don't know, Riku. You say some weird stuff sometimes, but I'll try it. Okay.
Irgendwie komisch, dass wir jetzt irgendwie von hier aus die Insel sehen können. Weil wir in Kingdom Hearts aufs Wasser geschaut haben, war nix. Hey, can you hear me? Right this way. Da haben wir Best Character. Und schon mal wer da ist. Anziehenderweise. Young man, what ails you? Can you speak? Tell me your name. Xehanort. Xehanort. Quickly, get him to the castle. You can count on me. Dylan, get those for me. Die Überreste, mit der Xemnas geredet hat, in Kingdom Hearts 2. Und dann fügt sich ein Bild zusammen. How long have I been down here? Und ja, da haben wir unseren ersten Herzlosen. Mehr oder weniger. Wenn Ventus ja absieht, gegen die Schattenscheibe gekämpft hat. Sie hat noch das Schwert von Erakus. Und ja. Maybe I should fade into the darkness here. Das war komisch. I guess it's been so long. I almost forgot how to smile. Mann, Aqua hat echt alle getroffen. There's always. Und da war knapp. Da kommt auf einmal das Intro von Kingdom Hearts 1 oder das Ending von Kingdom Hearts 1 mitten aus dem Nichts.
Und ja, was war das mit der finalen Episode? Der letzten Episode? Aber es kommt noch was. Und zwar die sogenannte geheime Episode, die ich hoffentlich jetzt freischalten müsste. Danach kommt noch die Mirage Arena und ein paar optionale Bosse. Und ja. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich die optionalen Bosse mit jedem Charakter zeigen soll. So, darauf hinzuarbeiten ist jetzt nicht das Problem. Oder auch da hoch zu leveln für... Aufleveln ist sowieso verdammt schwer in dem Spiel. So gegen Ende. Aber wir haben noch genug Content. Aber wahrscheinlich werde ich irgendwann so mittendrin, wenn ich die optionalen Bosse und so mache, Kingdom Hearts Dream Drop Distance beginnen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel dauern würde. Es müsste vielleicht so ungefähr so dauern wie Birth by Sleep? Fragezeichen? Mal schauen. So mit 10 Parts kann man vielleicht so noch rechnen hier in dem Spiel. Oder weniger. Und ja. Finale Episode hat jetzt nicht so lange gedauert, wie ich es gedacht hätte. Sehr Nord. Ist ja doch so noch unter einer halben Stunde ungefähr geblieben. Und ja. Ja, Yoko Shimomura. Komponistin von Kingdom Hearts. Sehr geil. Ich hatte mal die Gelegenheit, die auf der Gamescom irgendwie zu treffen. Mich Idiot habe es natürlich nicht gemacht. Bereue ich bis heute noch. Aber die Crazy werden sich wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen ziehen. Da keine Musik ist, kann ich nicht einfach so weggehen und euch die Musik lauschen lassen, weil keine Musik ja da ist. Und ja. Hayley Joel Osment. Da ist auch die Stimme von Sora, genau. Merkt man irgendwie gar nicht am Anfang. Aber gibt es noch so ein paar Sachen. Ein paar Sachen wurden noch nicht komplett geklärt. Zum Beispiel die Verbindung zu Ventus und Sora. Das war ja so. Ventus Herz war beschädigt. Ganz am Anfang war Soras Herz. Und hat sozusagen sein Herz repariert. Nachdem Ventus sein Herz sozusagen zerstört hat im Kampf gegen Vanitas, ist er wieder zu Soras Herz zurückgekehrt. Und da Ventus sozusagen in Soras Herz sind, oder beide Herzen gleich sind sozusagen, sieht auch Soras Niemand aus wie Roxas. Damit hätten wir das mal geklärt. Weil jeder hat sich wahrscheinlich das erste Mal, als er Birth by Sleep gespielt hat, irgendwie gefragt, warum sieht Ventus aus wie Roxas? Aber eigentlich sieht ja Roxas aus wie Ventus. Also so, daran liegt das alles. Und ja, da wurde nicht so komplett drauf zugegriffen. Aber das ist die offizielle Erklärung, wenn ich mich nicht irre. Warum tun sie eigentlich von jeder Welt hier die Charaktere nochmal aufzählen? Ich verstehe nicht. Für Credit halt? Ehre, wem Ehre gebührt oder was? Keine Ahnung. Ja, Kingdom Hearts 3. Dieses Jahr, nächstes Jahr, irgendwann. Bitte? Da haben wir das Trio von diesem Spiel. Na, gehen die Crates jetzt noch weiter, oder? Na, die Crates gehen noch weiter.
Aber wegen Copyright lasse ich lieber auf stumm. Ich hoffe, ihr versteht das. Das geht schnell hier bei Kingdom Hearts, habe ich das Gefühl. Ich weiß, ich bin ein Kanal, der hat nur, weiß ich nicht, 3-4 Aufrufe pro Video, aber trotzdem. Lasst mich. Da sieht man da irgendwas hier so? Auf der linken Seite? Ja. Boah. Ich hasse diese drei. In diesem Spiel jedenfalls. Auch während dieser Eismach-Minispiel, die gehen mir so auf die Nerven. Ich möchte die kaputt schlagen. Tut mir leid. Aber nur in diesem Spiel. Das war ganz ehrlich. Ja, und alle leben glücklich und zufrieden, bis auf Aqua, Terra und Ventus. Ja, Malefiz. Ihr Plan fängt ja schon an, die 7 Prinzessinnen des Lichtes zu suchen. Was ja auch in Kingdom Hearts 1 dann auch erfolgreich ist. Mein Gott. Kein Grün? Kingdom Hearts 2 haben sie sich zu dritt gestreitet. Okay, wen haben wir noch? Cinderella. Tun ja, jetzt haben wir wirklich alle Prinzessinnen vor, die man in Kingdom Hearts 1 nicht gesehen hat. Dornröschen, Schneewittchen und Cinderella. Von denen hat man ja nur gehört im ersten Teil. Die wurden zwar auch gefangen, aber von denen hat man nur kurz gesehen. Man hat nicht deren Welt oder die Story gesehen. Dann war da noch Jasmin, wo es ja Agaba gab, Alice und Belle. Die waren ja in der Story so ein bisschen mit eingebunden. Ja, und Kairi natürlich, ist ja klar, ne? Die wurden ja in der Story mit eingebunden. Hier haben wir die restlichen drei noch gesehen. Die schon voraus irgendwie daran gedacht haben. Die ja so machen werden. So, und ihr wollt rausgeschmissen aus irgendeinem Grund. Die probieren zum ersten Mal mehr Salzeis. Nehme ich an. Was hat der Onkel Dagobert irgendwie erfunden, ne? Ja, gut, es legt ein paar Muskeln zu. Und was mit Zack passiert, weiß niemand. Oh Gott. Das ist ganz schönes Foreshadowing hier. Oder dass er von Sephiroth getötet worden ist. So wie in Final Fantasy 7. Obwohl, er wurde gar nicht getötet von Sephiroth, ne? Ne, wurde er gar nicht. Boah, bin ich blöd. Gab ja diese eine heldenhafte Szene. Ja, Kingdom Hearts Dream Drop Distance wird auch ein wilder Ritt, habe ich so das Gefühl. Meistens freue ich mich ja auf den Film und die 0.2 Version hier von Kingdom Hearts 2.8, die auch bald aufgenommen wird.
Nachdem ich die Sachen dann aufgenommen habe, kann ich mir ein Bild machen, wann ich diesen Part so hochlade. Weil die beiden sind doch sowas von Freunde. Ich kann mir nicht vorstellen, hat Captain Hook irgendwie so eine Bedrohungs... Ja, Mickey. Oh, schön. Ja, das war ursprünglich Mickeys Schwert, was wir später bekommen von Jens Sith in Kingdom Hearts 2. Wenn man eigentlich darüber nachdenkt, wenn Aqua Terra mit sich genommen hätte im Reich der Dunkelheit, dann wäre er nie zurückgekommen und es gäbe nicht Ansem, Xemnas, die Organisation 13 und ja, so irgendwie ein ganz kleines bisschen ist Aqua für ein bisschen Mist in Kingdom Hearts verantwortlich. So habe ich das irgendwie noch nie betrachtet. Das ist auch eine interessante Theorie, die man sich mal anschauen sollte. Ich hoffe, wenn wir die geheime Episode spielen, dass jetzt nicht schon wieder Credits kommen, weil das... Keine Ahnung, die Hälfte der Zeit, die ich heute aufgenommen habe, waren nur mehr Credits irgendwie. Ach. Geht noch ein bisschen weiter. Na, die Säulen repräsentieren ja immer, was am wichtigsten ist. Hm? Nein, Herzen. Hey, can you hear me? Komischerweise ist nicht Rico da. I heard your voice. It cut through the darkness around me. Okay, so dann noch. Habe ich vollkommen umsonst gerade erklärt. And found myself here with you. You gave me something back when I needed it most. A second chance. I did. Now I have to go back to sleep again. Are you sad? Would you mind if I stayed here with you? Sure, if it will make you feel better. Thank you. Das ist natürlich auch der Grund, warum Sora ein Schlüsselschwert schwingen kann. Ursprünglich war ja Rico auserwählt. So fügt sich alles zusammen. Fragt sich nur, wie alles enden wird in Kingdom Hearts 3. Beine, in die bald die Welt retten sollten, blicken zum selben Sternenhimmel hinauf. Da sind drei Sterne und blinken. Was hat das zu bedeuten? Ja.
Schwierigkeitsgrad Profi, Trio Report bei 97%. Ja, das müssten wir eigentlich. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt für meinen neuen Spielstand machen. Ich muss ja vor irgendwie. Ja, vor der finalen Episode. Jetzt hat es gespeichert, okay. Jetzt müsste ich hoffentlich die geheime Episode freischalten. Was die geheime Episode freischaltet, die kümmere ich mich heute auch noch. Da geht's noch ein bisschen weiter mit Aqua. Also los, rein da. Um diese Folge. Episode. Ja, ist Folge. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ja, würde ich sagen, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der geheimen Episode wieder. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.